Willkommen zurück zu Awakening, der schwarze Baum. Wir haben zuletzt hier einiges erfahren, geschichtlich über ja diesen miesen Komplott, über diesen schwarzen Rittertypen, der hier das Reich für sich haben wollte und wie das alles so lief. Aber das mit dem Herz, das haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht können wir dadurch ja diesen Baum hier retten, wenn wir das Herz halt ändern und so. Wo mache ich das denn eigentlich mal? Kann ich das jetzt hier schon machen oder fehlte mir da nicht sogar noch was? Fehlt mir da nicht noch was sogar? Bedarf es einer Lösung, die aus Phönixfeder und Essenz des Lebens. Aber wir haben doch jetzt beides, hergestellt werden muss. Ich muss es nur im Mörser, glaube ich, machen und nicht hier in diesem Topf irgendwie. Oder sollte das hier im Topf gemacht werden? Glaube ich aber nicht. Wie kann ich mir denn das hier auch nochmal angucken? Moment mal. Das sieht gerade... Fehlende Seite. Ach so, okay. Und dann kommt alles in den Topf und dann kann man das benutzen. Okay. Aber anfangen muss ich das erstmal hier. Wie mache ich das denn? Also hier drinnen macht er das nicht. Wo mache ich es denn dann? Habe ich hier irgendwie so ein Mörser-Dings-Stößelzeug übersehen? Eine Karte? War das hier vielleicht? Braucht man einen Tipp, wo ich hin soll? Ich soll doch hier hin. Hier kann ich das schwarze Herz in ein grünes verwandeln. Ja, dann leg los. Muss ich erstmal Wasser und sowas hier machen? Ich wollte das eigentlich immer nehmen und darauf anwenden, aber es funktioniert irgendwie gerade nicht. Was soll ich machen? Alles Wasser, das ist Land... Okay, ich kann mir hier Wasser holen. Okay. Und dann geht das bestimmt. Also hoffentlich. Okay. Und danach packst du das da rein. Und das hier weiß ich halt gerade nicht, weil das müsste eigentlich halt zermörselt werden. Aber anscheinend geht das auch so. Sieht nach der richtigen Farbe aus. Und jetzt? Hier ist das andere. Kommt später. Jetzt kommt das. Aha. Jetzt kommt die Feder. Ja, wozu immer aufs Rezept gucken, wenn man einfach rumprobieren kann, ne? Ja. Super. So. Und jetzt kriegen wir das umgedrehte Herz. Na endlich. Das ist ja toll. Dann hat das ja geklappt. Wenn auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Verwandle das schwarze Herz in ein grünes Herz, habe ich gemacht. With the truth, we made haste to return. But once we entered the borders, we discovered that the Minotaurs had already infiltrated the castle. Oha, gefährlich, gefährlich. Die Minotauren wissen ja auch von nix. So, putzig, aber er beißt. Vielleicht kann ich ihn ja mit Obst weglocken. Haben wir mal die ekligen, spinnenbenetzten Blätter weg. Eine alte Vogeltränke, sie muss mal sehr schön gewesen sein. Ja, und was haben wir hier noch so drinne liegen? Weiß ich nicht. Aber da ist eine Fee. Und eine Figur und das Wappen und das war's.
bin ja schon ruhig, na, wenigstens ist er zur Einsicht gekommen. Versuche, dich so unauffällig wie möglich zu machen, auch wenn das schwer ist. Sind das Minotauren oder Menschenwesen? Ich kann das nicht erkennen. Sieht eher nach einem Mensch aus. Ich schau mal nach, was die beiden aushecken. Gab's hier also doch noch was zum Einsammeln? Gibt's hier noch mehr zum Einsammeln? Da ist ja so viel Gedöns irgendwie drinne. Keil, Spielfigur, Flagge. Vielleicht ja mit dem Fernrohr. I hope they did not see us. Which reminds me, I have something for you, Sasha. Ja? Hallo? There are guards everywhere. But I was once told of a secret tunnel into the kitchens. Follow me. Okay. The green spark is proof that the tree has been healed. You and Cedric, find a way into the castle while I watch over here. Es war dann aber relativ unspektakulär, dass der Baum jetzt einfach, ja, gut ist und, ja, alles tutti. So, ich soll ihm ja folgen, dann gehen wir mal hinter ihm her. Verschaffe dir Zutritt ins Schloss. Ja, aber so richtig im Schloss sind wir auch noch nicht. Er sucht nach einem Mechanismus, mit dem sich der Geheimgang öffnen lässt. Es fehlt ein entscheidendes Teil. Ja. Das da zum Beispiel. So. Oh, wieso ist die denn jetzt rot? Jetzt habe ich eine Sphäre. Und was ist hier noch? Eine Spielfigur fehlt, die haben wir aber. So, und dann gibt es auch direkt was zum Rätseln. Bewege die Teile an die richtige Stelle. Ja. Muss ich gerade mal erstmal überlegen hier. Vor allem, wie kriege ich die denn da hin? Ach so, jetzt kriege ich ihn darüber. So. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber man kann es ja mal probieren. Ah, okay, die sollen direkt auf das Rote. Aber da ist doch der Drache. Da kapiere ich noch nicht. Naja. Der ist auch schon mal richtig. Ich weiß nicht, wie ich das mit denen hinkriegen soll. Eigentlich sind es nur noch die beiden jetzt. So, den habe ich auch geschafft. Also das Prinzip habe ich noch nicht ganz kapiert, aber macht ja nichts. Hauptsache, man kriegt sie am Ende alle drauf. So, Büsche. Was soll ich machen? Finde Bärenpaare. Anscheinend ist die gleiche Anzahl von Beeren. Ach so. Nee, das sind mehr. Das war schon mal eins. Das nicht. Das ist schön. Geschafft. Ganz viele leckere Beeren. Mit den Früchten kann ich den Fuchs oder was das hier auch ist ablenken. Huch, nee, nicht mit dem Zeug hier. Damit aber. Niam, 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 ist das nicht lecker? Er hat keinen Hunger. Ich muss ihn wohl wegtragen. Ich muss allerdings verhindern, dass er mich kratzt. Einfach mal reingepackt ins Knäuel. Auch schön. Okay. Na dann. Tür öffne. Ja, der ist bestimmt hilfreich. So. Kann ich mir vorstellen. Ach ja, ich suche ja hier wieder eine Fee, ne?
Also hier gibt es bestimmt noch eine. Auf der Wand sind drei runde Abdrücke. Ich muss finden, was hier fehlt, um den Geheimgang. Ja, bestimmt diese Dinger. Aber dafür brauche ich erstmal alle. Wo ist sie denn? Der einzige Mausstein, der nicht mit den anderen auf Linie ist. Kann ich den... Ah. Sehr gut. Vogeltränkenstück. Mhm. Ach, ich suche die Fee, aber ich finde sie gerade nicht. Die ist hier bestimmt. Ich sehe sie nur nicht. Und hier einfach mal so ein bisschen wild rumklicke. Ah, eher nicht. The green spark is... So, Vogeltränkenstück. Dann machen wir das mal erstmal. Umschlag, Schneeflocke, Aas. Ja, ich glaube, wir müssen das hier immer so drehen, damit die Sachen richtig werden. Schwein, Brief, Ahornblatt. Das da und das da und das da. Eigentlich alles, was jetzt so heile ist. Glühwürmchen 3 Stück. Gibt es hier auch am äußeren Bildrand Sachen, die ich einsammeln soll, nicht nur innen? Die Glühwürmchen sind bestimmt außen, weil die weiß sind. Ich sehe nicht mal eins. Hm. Oh. Du musst alle Blüten öffnen, um die anderen Objekte zu finden. Oha. Wie gemein dieses Rätsel ist. Ah. Und nun? Soll ich hier was finden? Den Würfel zum Beispiel? Die Pfeife? Den Runenstein? Das sind die Glühwürmchen? Ah, das sind die Glühwürmchen. Okay, das war's dann an der Stelle anscheinend. Das war noch ein Glühwürmchen. Was haben wir hier? Motte, Eidechse, Schaukelpferd? Ah. Wo ist denn die Motte? Da. Jetzt habe ich alles. Yay. Okay, das ist gut. Jetzt habe ich nämlich auch 3 von 3. Aber wo ist die Fee? Wo ist die Fee? Könnte ja auch ganz im Hintergrund sein. Oder hier im Laub. Schwierig. Ja. Also solange ich hier noch immer zurück kann, ist ja gut, aber man weiß es ja immer nie. Deswegen traue ich mich immer nicht, immer so weit zu spielen, wenn ich weiß, ich habe eine Fee noch nicht gefunden. Den Mechanismus haben wir eigentlich schon. Keine Griffe oder etwas Ähnliches zum Öffnen, noch 2 Abdrücke. Hier scheint mein Griff gewesen zu sein. Haben wir. Humans, we can't let them es- is oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. I'll take care of this. Go on ahead. Ja, aber wenn ich jetzt hier weggehe, dann habe ich wirklich keine Fee mehr gefunden. Und jetzt steht er auch noch davor. Und bestimmt soll man die jetzt dann schon gefunden haben. Fee, ich habe dich nicht gefunden. Ich muss weiterspielen. Ich suche nach dem Ursprung der Geräusche. Das ist da. Da ist eine Fee gewesen. Und die sah ganz anders aus als die anderen. Mit Glück war da vielleicht gar keiner. So, er hat eine stumpfe Säge.
Total stumpf, ich muss die Klinge schärfen, sonst jetzt bringt er alle um und läuft hier amok oder was. Ich muss noch ein paar Zettel wegnehmen. Finde 8 Sonnenstrahlen. So. Sonnenstrahlen. Und damit bastel ich mir was jetzt genau? Weiß ich nicht. Der Herd ist kalt. Ein Sieb. Er kann doch Feuer machen. Hier, mach mal Feuer. Ach, und rausgehen kann man aber immer noch, oder wie? Hm. Was gibt's jetzt hier noch? Dann geh mal wieder raus. Ach nee, jetzt sind wir ganz woanders. Oh Mann, oh. Da ist ein Vieh. So. Dann so ein Enterhaken. Aber einer von zweien. Noch ein Auge. Wo ist meine Zauberkette? Da ist deine Zauberkette. Wo ist deine Zauberkette? Da ist deine Zauberkette. So, auf dem Schutzschild fehlt etwas. Die Sonne. Jetzt keine Zeit verschwenden. Was soll ich denn machen? Einer der Haken ist verbogen. Ich muss ihn gerade biegen, bevor ich das Ding benutzen kann. Kannst du das gerade hämmern? Das ist schön, dass du das kannst. Noch ist das kein Enterhaken. Weiß nicht. Weiß nicht, ob ich da das Seil irgendwie kombinieren soll. Verschlossen. Für Longhorn wäre das kein Problem. Ja, wir kriegen das auch schon hin. Da muss ich wohl noch weitersuchen. Machen wir mal die Spitzen erstmal schön scharf wieder. Und jetzt sägst du dich hier frei. Keiner merkt's. Achso. Gehen wir erstmal nochmal rein hier. Oh, helle Bahn 3 Stück, Kette 6-mal und Schwerter. Fangen wir mal mit den Schwertern an. Es ist doch eins, oder nicht? Da sind auch ganz viele. Ich soll da 3 Stück finden. Nimm die doch. Okay, dann nicht. So, jetzt brauche ich noch 6 Ketten. Sind damit die hier gemeint? Ja. Immer noch 3 Stück und auch immer noch 3 Schwerter. Das war noch ein Schwert. 1 noch. Aber die da hinten zählen ja anscheinend nicht oder so. Was ist mit den Ketten? Wieso sehe ich die nicht? Ach, die. Die zählten. Jetzt nur noch ein Schwert, dann hab ich's. Wo ist denn das letzte Schwert? Da. Ah. Ja, und jetzt kriegen wir Excalibur. Natürlich nicht. Ist einfach nur ein Schwert. Einfach nur ein Schwert. Aber damit können wir jetzt zurückgehen. Und wieso macht er hier eigentlich kein Feuer? Keine Ahnung. Tasse hast du schon mal hingestellt. Das ist ja schön. Teeblätter. Ich kann später eine Tasse Tee trinken. Erst muss ich mit dem Jungen sprechen. Welchem Jungen? Ist hier ein Junge? Da ist ein Junge. Dort unten ist ein Junge. Tatsächlich.
Ich muss ihn irgendwie beruhigen. Beruhige den Jungen. Und das mache ich mit dem Tee. Nicht wahr? Verschlossen. Ich habe jetzt keine Zeit, das Schloss zu knallen. Ja, dann machen wir mal einen beruhigenden Tee. Mach du mal Feuer hier. One fireball coming up. Geht doch, endlich. So. Toll. Da freut sich der Junge, dass wir ihm einen Tee gemacht haben. Bitteschön. Tea for me? Thank you, miss. I'm just the scullion, my lady. I peel potatoes, scrape pots, clean up. Okay, armer Junge, was macht er denn da unten so eingesperrt? Also, du bist der Küchenjunge und musst ja alles machen. Welches soll denn hier die Küche sein? Ja, dann nehme ich dein Kabuff. Du schälst Kartoffeln. Scheuerst die Töpfe. Also die Töpfe. Earlier tonight, I was climbing the ladder to the cellar when a frantic maid rushed in. Hoopos flew in with news of the Minotaur raid at a village, she said. Jetzt frag mich nicht, was ein Wiederhopfen ist. Wiederhopfen. Sie hat von den Wiederhopfen erfahren. Von denen hier? Von den Wiederhopfen? 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 Wovon hat... Was? Wovon hat sie erfahren? Was mache ich jetzt? Sie hat von den Wiederhopfen erfahren. Ja, und hier ist irgendwie nichts, was ich gerade anklicken kann. Das ist ein bisschen blöd. Ja, kriege ich denn ein neues Bild, oder? Hier gibt es nicht, was ich im Moment gebrauchen kann. Was? Ach so, ich kann einfach auch raus. Alles klar, gut. Dann sind das hier die Wiederhopfen. Warning bell startled everyone in the kitchen. Guards came running. Bei allen hier in der Küche haben die Alarmglocken geschellt. Überall waren plötzlich Wachen. Wachen. Aber ich soll die Alarmglocken nehmen? Sind hier denn Alarmglocken? Oder sind die in einem anderen Bild? Na, da wohl eher nicht. Hier vielleicht? Ich glaube eher dann doch hier. Aber ich weiß nicht, wo hier jetzt Alarmglocken sein sollen. Doch nicht das Bild. Das Bild? Ah, hier. Okay. Minotaurs in the castle. Time to evacuate, he announced. Ja. Das ist bestimmt das. We followed and saw them close the passage to the tower behind the suits of armor. That was smart. I know for sure that it leads to the throne room. It should still be locked. I hope the king and queen are okay. While running, I tripped on an exotic rug. Nobody noticed in the chaos, and I got left behind. Exotischer Teppich? I tried to catch up, passing some guards with crossbows, headed for the throne room. A horn sounded from somewhere. When I turned a corner, I saw the Minotaurs had a bunch of people rounded up. Someone saw me, and I ran. I could hear them coming after me. With nowhere else to go, I hid behind a curtain. Miraculously, they didn't notice me. I couldn't see, so I listened hard, and noticed the outside sounds were different. There was no sword fighting, only shouting. The battle was lost. The North Tower door was sealed up magically. There should be a way into the throne room from there. Ja, okay. Öffne den Durchgang zum Turm. The North Tower Door. Ja. Gut, dann machen wir das mal im nächsten Part. Das ist ja echt spannend hier mit dem kleinen Jungen. Ja, kann einem ja schon ein bisschen leid tun. War ein interessantes Rätsel, aber war auch gerade nicht so einfach, da erstmal reinzusteigen. Dass man all die Sachen nicht in einem Bild findet, sondern auch wieder rausgehen muss. Ist ja aber auch egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Mal gucken, was da so passiert. Bis dann.